Guten Morgen, liebe Funkfreunde. Hier ist Delta Lima 0 Köln Aachen, DL0KA mit der Vorankündigung des Köln Aachen Rundspruchs. Unseren Rundspruch könnt ihr sonntags um 11 Uhr Ortszeit in Bild und Ton empfangen. Die Aussendung erfolgt über verschiedene FM-Relais in unserem Distrikt und über Kurzwelle. Darüber hinaus habt ihr die Möglichkeit, unseren Rundspruch zeitgleich im Internet auf unserer Webseite zu sehen und zu hören. Für eure Mitteilungen und Anregungen erreicht ihr die Redaktion unter kars@darc.de. Redaktionsschluss ist jeweils donnerstags um 12 Uhr. Heute ist Sonntag, der 15. Mai 2022. Und wir sind wieder mit interessanten News für euch auf Sendung. Am Mikrofon ist heute Frank, Delta Hotel 2 Kilo Fox. Wir hoffen, ihr habt einen guten Empfang und freuen uns über eure Bestätigung. Der 39. Bergheimer Flohmarkt findet am 21. Mai von 10 bis 15 Uhr statt. Es ist zwar keine Pflicht mehr, eine Maske zu tragen, aber im Sinne der Gesundheit aller wäre es schön, wenn man in der Halle trotzdem eine Maske tragen würde. Vielen Dank im Voraus für das Verständnis. Schon immer suchten die Funkamateure aus Bad Honnef und der Region die Herausforderung besonderer Funkkontakte. Nun gab es wieder einen besonderen Funkkontakt. Am 2. Mai 2022 funkten wir vom Hof des Bad Honnefer Technischen Hilfswerks mit Delta Papa 0 Golf Victor November, der Forschungsstation Georg von Neumeier 3 des Alfred-Wegener-Institutes in der Antarktis, wie uns Stefan Delta Juliet 5 Kilo X-Ray berichtet. Über 30 Funkfreunde und mehrere Pressevertreter verfolgten diese außergewöhnliche Funkverbindung. Für die KSK-Stiftung, die das Projekt unserer Bodenstation großzügig bedacht hat, konnten wir Frau Sabine Klaassen aus der Geschäftsführung vor Ort begrüßen. Im Gespräch erfuhren die Anwesenden einiges über seine Tätigkeit auf der Forschungsstation, den Forschungsauftrag, den Lebens- und Wetterbedingungen und der internationalen Zusammenarbeit und Leben in der Antarktis. Wir zeigten damit auch, dass Funkamateure in der Lage sind, Notfallkommunikation über weite Strecken aufzunehmen. Unser Gesprächspartner und Funkamateur Carsten Bödecker, Delta Mike 2 Kilo X-Ray, ist Mitglied des Überwinterungsteams 2022 und 2023 auf der Station und war bereits mehrfach bei uns in Bad Honnef zu Gast. Wenige Tage zuvor war Carsten am erstmaligen und einmaligen Entfernungsrekord zwischen Judith Visco 0 X-Ray, Svalbard, Arktis und Delta Papa 0 Golf Victor November, Antarktis, über den QO 100 beteiligt. Über diesen besonderen Funkkontakt berichten eine Medien. Am 2. Mai fanden die turnusgemäße Mitgliederversammlung beim OV Bad Honnef statt. Neben der Wahl des Vorstandes standen Ehrungen und ein Jahresrückblick an. Unter der Wahlleitung von Jürgen Spiering, Delta Lima 7 Kilo Juliet Sierra und Karlfried Prinz, Delta Golf 8 Kilo Alpha Juliet, wurde in der Versammlung der neue Ortsverbandsvorstand gewählt. Vorsitzender der Bad Honnefer Funkamateure bleibt der 58-jährige Stefan Scharfenstein, Delta Juliet 5 Kilo X-Ray. Er übt dieses Amt mit Unterbrechungen bereits seit 2003 aus. Er wurde mit großem Beifall in seinem Amt bestätigt. Als Stellvertreter gaben die Anwesenden Wolfgang Oetz, Delta Bravo 7 Kilo Charlie, zum wiederholten Male ihre Stimme. Weiterhin wurde Andreas Schröder Schlüter, Delta Lima 5 Kilo Alpha und Karl-Heinz Rode, Delta Lima 8 Kilo Romeo, zur Kassenwarten gewählt und der QSL-Major Dietmar Worgul, Delta Kilo 5 Oscar Papa Alpha, wiedergewählt. Die Benennung des Referenten Technik Dr. Ingenieur Hans Eckhard Krüger, Delta Juliet 8 Echo India, war eine reine Formsache. Quelle DARC Homepage OV Bad Honnef Golf 09. Vom Jürgen Delta Lima 4 Kilo Echo haben wir folgende Nachricht erhalten. Vor einigen Tagen wurde für eine Ukraine-Hilfsaktion in der Funkbörse nach PMR-Geräten gesucht. Inzwischen ist eine Sendung von 4 Geräten von Carsten Delta Oscar 1 Papa Charlie Romeo eingetroffen.
Durch Amazon wurde anonym 14 weitere PMR-Geräte geliefert. Die erste Lieferung ist bereits am 10. Mai zum Weitertransport bei Mitgliedern der Hilfsorganisation Second Wildlife im Raum Leipzig eingetroffen. Weitere Hilfstransporte sind vorgesehen. Sobald mehr bekannt ist, kommt ein weiterer kleiner Bericht. Ein herzliches Dankeschön an die Spender. Den ukrainischen Feuerwehrleuten, deren BOS-Funk zurzeit nicht funktioniert, wird es eine große Hilfe sein. Sie hatten speziell nach einfach zu bedienenden PMR-Geräten gefragt. Hier ist Delta Lima 0 Kilo Alpha mit der Übertragung des Köln-Aachen-Rundspruchs. Am Mikrofon ist weiterhin Frank, Delta Hotel 2 Kilo Fox. Es war ein ziemlicher Hickhack Anfang 2021. Sollten die ersten Programme von ARD und ZDF nur noch in HD-Qualität über Satellit übertragen werden. Die teure Doppelübertragung in SD für alte und HD für neue Receiver und Fernsehgeräte sollte entfallen. Wegen Corona, weil das Anschaffen neuer Empfänger nicht zumutbar sei, wurde die Abschaltung bis maximal 2025 verschoben. Allerdings bezieht sich dies nur auf die wichtigsten Programme, also das erste und zweite deutsche Programm. ARD Alpha wurde in der SD-Variante bereits am 14. Dezember 2021 abgeschaltet. Ebenso wurde die Radiokanäle auf einen Codec umgestellt, der nur in HD-Receivern enthalten ist, sodass diese mit SD-SAT-Receivern nicht mehr empfangbar sind, auch wenn das Bild hier gar keine Rolle spielt. Zum 15. November 2022 folgte nun One, Tagesschau 24, Phoenix und Arte. Danach sind auch diese Programme nur in HD über Satellit empfangbar. Zugegeben nicht die wichtigsten Sender außer Arte, aber bereits vor ARD und ZDF in HD sendete, weshalb die Arte-Zuschauer ihr Equipment bereits umgestellt haben dürften. Damit es aber am 15. November keine langen Gesichter gibt, sollte man schon jetzt bei Bedarf die neuen Kanäle suchen lassen. Veri 73, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta, Quelle Funkamateur vom 10. Mai 2022. AMSAT SA hat den Termin für das Weltraumsymposium 2022 der Vereinigung bekannt gegeben. Sie findet am Samstag, den 23. Juli 2022 statt. Derzeit ist geplant, sie als virtuelle Veranstaltung auf der BlueJeans-Plattform zu präsentieren. Es besteht weiterhin die Möglichkeit, dass es sich um eine hybride Veranstaltung mit einem parallel stattfindenden Symposium von Angesicht zu Angesicht in Johannesburg handelt. Die Erfahrungen der beiden vergangenen Symposien haben gezeigt, dass virtuelle Events viel mehr Menschen die Möglichkeit bieten, sich zu beteiligen. Dies wird wahrscheinlich so bleiben, da die Kosten für Reise und Unterkunft in absehbarer Zeit wahrscheinlich nicht wieder auf erschwinglicheres Niveau zurückkehren wird. Das Thema des Symposiums lautet Space, the next frontier for expansions of amateur radio. Das Programm des Symposiums behandelt Themen auf Einsteigerebene, wie man eine kostengünstige Satellitenstation einrichtet, wie man das Beste aus einem Handfunkgerät herausholt, um die Satellitenkommunikation zu erforschen und auf fortgeschrittenem Niveau, wie man Weltraumforschung mit seinem eigenen Weltraum betreiben, Wetterstation und wie man sich am Satellitenbau beteiligt. Vorschläge für Papiere sind eingeladen. Jeder Slot dauert 20 bis 30 Minuten plus eine 10-minütige Q&A-Periode. Einsendeschluss für Vorschläge ist der 31. Mai 2022. Die Autoren werden bis zum 8. Juni 2022 über die Annahme ihres Beitrags benachrichtigt. Die endgültige Präsentation in Word und PowerPoint sind bis zum 1. Juli 2022 erforderlich. Für weitere Informationen senden Sie eine E-Mail an admin@amsatza.org.za. Vom 20. bis 22. Mai findet nach ihrer pandemiebedingten Pause die US-Amateurfunkmesse Hamvention in Xenia nahe der Stadt Dayton im US-Bundesstaat Ohio statt.
Ausstellungsgelände ist das Green Country Fairgrounds and Expo Center. Treffenderweise trägt die Veranstaltung in diesem Jahr den Untertitel Reunion. Eröffnungszeit ist am Freitag und Samstag von 9 bis 17 Uhr und am Sonntag von 9 bis 13 Uhr. Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es über das Internet. Hier nun der aktuelle Funkwetterbericht von Tom, Delta Foxtrot 5, Juliet Lima vom 14. Mai 2022. Die Sonnenaktivität war in den letzten Tagen vergleichbar mit der in der Vorwoche. Der tägliche solare Fluxindex SFI stieg allerdings in den letzten 7 Tagen von 119 auf 150 Einheiten an. Die Sonnenfleckenrelativzahl von 64 auf 120. Die geomagnetischen Aktivität A am Magnetometer von Delta Kilo 0 Whisky Charlie Yankee bei Kiel von 5 auf 16 Einheiten. Ein intensiver X1.5-Flare wurde am 10. Mai um 13.55 Uhr UTC beobachtet, in der aktiven Region 3006 im südwestlichen Quadranten der Sonne. Die intensive Strahlung des Flares aktivierte die D-Region auf der Tagseite der Erde und verursachte für mehr als eine Stunde einen Ausfall des Kurzwellenfunks von Mitteleuropa und Afrika bis zur Ostküste der Vereinigten Staaten sowie Südamerika. Die von der Ion-Sonde im belgischen Dourbes gemessene kritische Frequenz fiel eine Zeit lang von rund 7,5 MHz auf rund 6,6 MHz ab, bevor sie sich 3 Stunden später wieder erholte. Bei uns ist dieser Effekt auch als Mögel-Dellinger-Effekt bekannt. Man spricht auch von einer Sudden-Ionospheric-Disturbanz, SID, einer plötzlichen ionosphärischen Störung. Dennoch gab es in den vergangenen Wochen auch schöne Bandöffnungen auf 15 Meter nach Asien und dem Nahen Osten, auf 10 Meter kurzzeitig nach Australien. Insgesamt waren die Signale aber schwächer als üblich. Gemäß der Vorhersage der US Air Force für die kommende Woche mit einem Rückgang des solaren Fluxes zu rechnen von 150 auf 118 Einheiten. Die geomagnetische Aktivität AP schwankt demnach zwischen 5 und 12 Einheiten. Das entspricht einem KP-Wert von 1 bis 2, also ruhiger Geomagnetik. Für das Wochenende wird mit einer mäßigen Sonnenaktivität gerechnet, mit zeitweise auftretenden schwächeren Radio-Blackouts. Auch die Sonnenwindgeschwindigkeiten werden weiterhin auf ruhigem Niveau liegen. Für den Wochenstart muss jedoch damit gerechnet werden, dass die Erde unter dem Einfluss eines Hochgeschwindigkeitsstroms aus einem koronalen Loch gerät. Das dürfte zu einem Anstieg einer geomagnetischen Aktivität mit unruhigen bis aktiven Perioden führen. Dennoch sind diese Vorhersagen mit Vorsicht zu genießen. Immer wieder kann es derzeit auch zu kräftigen Sonneneruptionen kommen, die jeweils Plasma ins Weltall schleudern. Dabei kann es bei diesen koronalen Massenauswürfen, auch CME genannt, aufgrund unterschiedlicher Geschwindigkeiten zu Überlappung kommen. Überholt ein CME den anderen? Das macht Vorhersagen recht schwierig. Wenn jedoch ein koronaler Massenauswurf auf der Erde eintritt, ist mit einer Verschlechterung der HF-Pfade und mit einem Anstieg des KP-Index der magnetischen Unruhe zu rechnen, meist 36 bis 48 Stunden nach dem CME-Ereignis. Ungeachtet diesen können wir in diesen Tagen sporadisch E auf 6 und 10 Meter beobachten. Jahreszeitlich bedingt werden nun aber auch Gewitter wahrscheinlicher, die zu Empfangsbeeinträchtigungen auf den unteren Bändern führen. Blitzschutz ist ein Thema, das in den kommenden Wochen immer wichtiger wird, zumal es wegen des Klimawandels immer häufiger blitzt, wie die Forscher von der Universität von Kalifornien im Berkeley untersucht haben. Sie gehen davon aus, dass die Häufigkeit im 21. Jahrhundert um etwa 50% zunehmen wird. Nach Angaben des Karlsruher Blitzinformationsdienstes von Siemens entluden sich im vergangenen Jahr allein über Deutschland knapp 550.000 Blitze. Im bergigen Süden schlagen häufiger Blitze ein als im Norden. Die Entladungen erfolgen oft in höheren Bereichen der Atmosphäre. Nur bestimmte Blitze schlagen in den Boden. Termine: 21. Mai, Bergheimer Flohmarkt. 11. Juni, Flohmarkt und Sommerfest beim OV7-Gebirge, Golf 25. 16. Juli, Sommerfest Großer Holzhammer Club.
25. bis 28. August, Deutsch-Niederländische Amateurfunktage DNAT. Bitte schickt uns eure Termine, Terminverschiebungen, Absagen oder andere interessante Beiträge an cars@darc.de. Das war der Köln-Aachen-Rundspruch für die 19. Kalenderwoche 2022. In der Redaktion war Ralf Delta Lima 1 Romeo Sierra und die Produktion wurde von Bonn 1 übernommen. Wir hoffen, ihr hattet einen guten Empfang. Das Rundspruchteam freut sich, euch zum nächsten Köln-Aachen-Rundspruch am Sonntag, den 22. Mai 2022, wieder auf den bekannten Frequenzen begrüßen zu dürfen. Wir hoffen auf viele Zuhörer und Bestätigungen. Informationen rund um den Rundspruch findet ihr auf unserer Internetseite köln-aachen-rundspruch.de. Bleibt gesund, 73 und AWDH, euer Köln-Aachen-Rundspruchteam.